So, jetzt willkommen zu einer neuen Runde. Gothic 3. In der letzten Folge haben wir richtig hart kassiert. Und ich würde sagen, als erstes, ich habe hier noch ein Center Shock. Kann man sich mal gönnen. Wir werden jetzt erstmal... Das Problem ist, der Typ hat auch meine Waffe weggenommen. Da komm ich jetzt nicht ran. Ja. Oh. Okay. Ja, der Typ benutzt gerade die Leiter. Ah ja, ist ja gut. So, das heißt, wir haben keine Waffe mehr. So. Aber. Alter, wir haben nicht mal annähernd noch so gute Waffen. Okay, müssen wir erstmal mit der Buddlerzucht weiter, was übelst Reuten ist. Verdammt, ey. Naja. Zum Thema, oh, wo geht's hier lang? Ach, hier war ich, glaube ich, schon letzte Folge. Zum Thema Neuladen. So, unter der letzten Folge hat das jemand schon ganz gut erkannt. Der hat nämlich gesagt, Leute, ein Rollenspiel wird so gespielt, wie der Hand of Blood das spielt. Denn da ist nicht Mimimi Neuladen, wenn du aufs Maul bekommen hast. Nein, du musst damit zurechtfinden. Und genau das ist der Reiz bei Rollenspielen. Da kommen so eine Werte wie Ehre, Mut, Tapferkeit, Stolz. Ja, so eine Werte müssen da sein. So, und ich erinnere mich, wo wir das erste Mal hier im neuen Lager waren, sollten wir in der Kneipe so ein Typi von der Bruderschaft mal wieder rausholen, weil der voll am Absacken ist. Das ist wohl der da. Erwache. Moin. Ja, hier, du hast ein Problem, genau, aber ich schmeiß mir das. Du siehst nicht sehr glücklich aus. Bin ich auch nicht. Ich muss noch einen ganzen Berg Kraut loswerden. Du bist hier, um Waren aus dem Sektenlager zu verkaufen? Ja, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Warum? Warum? Ich könnte das Kraut für dich verkaufen. Gegen Beteiligung, versteht sich. Vergiss es. So besoffen bin ich nun auch wieder nicht. Du brennst doch einfach damit durch. Okay, ich glaube, ich fülle ihn ab und dann gibt es mir. Hier, trink noch einen auf meine Rechnung. Danke, Mann. Ich trinke auf dein Wohl. Nice. Abfüllen. Hier, Reisschnaps. Eine Pulle Schnaps, so eine ganze Pulle. Haut der Junge weg. Jetzt gib mir das Kraut. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Nee, Mann, ich schaff das schon noch. Alter. Ich sag dir was, du hast ein Problem. Balkagan will dafür sorgen, dass du ersetzt wirst. Was? Beim großen Schläfer. Ich muss das Zeug loswerden. Aha. Überleg's dir. Gib mir das Alter, Kraut. Alter, 50! Oh Mann, ich muss das Zeug loswerden. Du willst mich doch nicht übers Ohr hauen, oder? Jo, ich bin selber ich von den Brudis. Gut, ja, ich bin vom Kartell. Zeug. Du müsstest mindestens 400 Erz dafür kriegen, also 200 für jeden. Ich bin die ganze Zeit hier. Wenn du das Erz hast, komm zurück. Okay. Weißt du, wer größere Mengen abnimmt? Wenn ich das wüsste, wäre ich selber losgegangen. Okay. Jetzt, wo ich das Zeug los bin, fühle ich mich schon viel besser. Nice. So, aber der hier, dem wollte ich nochmal hier deine Waren. Zeig mir deine Waren. Erwache. Moin. Zeig mir was. Hier. Weil wenn er... Okay, er hat einfach nichts. Okay. Gut, dann, was machen wir jetzt? Erst das andere sich bildende Drogengang-Kram platthauen, oder? Das Problem ist ja auch, ich kann mich nicht mehr bei der Bruderschaft blicken lassen, weil ich da übelst in dem Minus bin. Ich habe dem Gomez hier übelst Kraut vertickt. Und, ja. Schön, ne? Okay, also als erstes könnte man ja mal zum Wirt gehen. So, ob der eine größere Menge. Hier oder er hier. So, gehen wir mal hoch. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, ups, die hohen Positionen im neuen Lager haben. Also sprich Lee und wie hieß der andere? Hey Mann, lass uns den kleinen Streit vergessen, okay? Läuft. Okay, schade. Naja, gut. So, der hat's mir richtig besorgt.
Verdammt, ach, warum wächst du nicht? Das war ein One-Hit. So, gut, dann gehen wir jetzt einfach mal ins neue Lager und schauen mal. Ich war... Ups. Ich muss ja auch noch... Irgendwo muss ich noch einen Ring hinbringen. War das nicht so? Eieiei. Okay, wir gehen einfach mal... Wir gehen einfach mal und gucken. Oh, der hat einen Stock im Arsch. Bandil. Was läuft denn so mit Stock im Arsch? Willst du etwas Sumpfkraut? Ich geb dir 10, wenn... Ja, gut. Oh, er hier, noch ein Bandit. Ja, ich könnte jetzt 50 Stängel einfach so verticken. Aber das würde eine halbe Folge dauern und da sieht er mich nur Kraut verticken. Das heißt, wir versuchen... Moin! Wir versuchen... Zeig, wie du wünschst. Mehr an einem ranzubringen. Okay. Verlass dich. Also, wir gehen also zum Banditenanführer. Der war hier drin, oder? Nee, noch einmal. Hey, dein Glück. Aber ja, ich hätte dir auch gerne die Fresse. Wo soll's denn hingehen? Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Ich habe 50 Stängel Kraut. Mordrak schickt mich. Stimmt. Mordrak schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist vielleicht schon längst zum alten Lager übergelaufen. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier? Wenn du ihn siehst, sag ihm, Laris will ihn sehen. Okay. Mordrak hat mir etwas für Laris gegeben. Was? Einen Ring. Hm, bestimmt ein kostbares Stück. Gut, du kannst zu ihm. Nice. Und da verticke ich mein Kraut. So, moin Laris, alter Junge. Alter, der lebt hier auch. Eine kleine Hütte hast du, du Noob. Du Bob, jetzt trink aus. Wo kann ich hier was lernen? Bei mir. Ich kann dir beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Okay. Ich will mich verbessern. Hä, ich will... Ich will mich verbessern. Ich bin jetzt nicht hier, um... Was? Hä? Okay. Alles klar. Muss ich das verstehen? Sharky. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Zum Beispiel eine neue Waffe, ey. Schürhaken. Oh, hier ist was. Den könnte ich mir gerade so leisten. Dann hätte ich wieder eine bessere Waffe. Ach komm, ich mach's. YOLO. Wie viel? 135? Habe ich so viel noch? Aber dann bin ich wirklich ein armer Mann. Hier, wo ist denn das Erz? Ja. Ah, ich könnte auch versuchen, hier ein bisschen so Kram mal loszuwerden. Grobes Schwert hier, zack. Guck mal, wie viel das wert ist. Alter. Hier ehrte auch Erz bestimmt. Ja, ordentlich. Okay, dann baller ich erstmal hier die Hütte zu mit Kram, was ich loswerden möchte. So. Die Buddlerhose kann eigentlich auch weg. Ja, die gibt 500. GG. Damit sind wir wieder flüssig, denke ich. Ich könnte die Bücher auch mal lesen hier, die ich habe. Okay, erstmal tauschen wir hier uns hoch. Das war ein bisschen viel. So, annehmen. Jetzt haben wir Knete und wieder eine bessere Waffe. Puh! So, Stahlgeflecht, alles klar. Gut, jetzt müssen wir zusehen, wo wir unser Kraut fertigen können. An die Magier vielleicht? Ich werde jetzt nicht 50 einzelne Krautstängel verticken. Oder? Basta. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Stimmt. Akrobatik. Wer war das? 10 Lernpunkte. Das ist halt schon echt wichtig. Habe ich 10 Lernpunkte bekommen? Ich kann dir nichts beibringen. Schade. Okay, aber hier muss ich auf jeden Fall dann nochmal hin. So. Zack. So, was haben wir hier? Bandit. Hier, der bringt mir Bogenschießen bei. Wolf, alter Junge. Boah, 20 Lernpunkte. Handel zu... Ich kaufe Fälle. Ach, könnte ich nicht einfach hier meine Stängel so verkaufen? G?
Geht das nicht? Hat er mir jetzt, was hat er mir eigentlich für Zeug gegeben? Natürlich. Kann ich doch einfach hier verticken. So, oder? Easy. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Ja. Es gibt wahrscheinlich auch irgendeine lohnendere Art, aber das ist mir jetzt egal. Ich wollte schnelles Geld annehmen. So, dann haben wir das jetzt auch verhökert. Es beißen sich jetzt bestimmt welche in den Arsch, weil man ihnen jetzt irgendeine tolle Quest hätte machen können und ja. So. Wer ist denn hier? Butch? Hi, wer bist du? Das geht dich an Dreck an. Deine Fresse gefällt mir nicht. What the fuck? Was geht mit denen, Alter? Hallo, was... Ah ja, sauf dir einen ab, ey. Ist mir doch egal. Tschüss. Hier, wer ist mal nochmal? Wedge? Oh. Hä? Ach so, weil ich... Ja, okay. Bug! Gut, dann gehen wir jetzt zu Mordrek, dass Laris ihn sehen will. Dann gehen wir zu dem Heini da drin, dass wir sein Kraut vertickt haben. Und dann suchen wir mal die neue Krautgang. Schwöre. Das wird auf jeden Fall... Ja, da bin ich schon gespannt, wie wir die finden erstmal und ob ich die überhaupt platt machen kann. Wann sind wir eigentlich mal nächstes Level? Noch 1000 EP, das geht. Das geht. Das geht. Moin, Jungs. So. Ich habe fertig. Moin. Ich habe das Kraut verkauft. Meine 200? Hier sind sie. Gut, jetzt kann mich Baal Kagan mal. War eine gute Idee, mit dir Geschäfte zu machen. Alter, ist ja eigentlich Dauerhacke, auch mitten am Tag. Gut, Mordrek. Mordrek. Ah. Hä? Es ist das Freieste. Wir haben eine sondern unsere Magierarbeit. Das wissen wir alle schon, aber. Bla 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 bla. Okay. Ich dachte, ich soll ihm sagen, dass er herkommen soll, wenn ich ihn sehe. Das ist alles ein bisschen mysteriös. Gut, dann schauen wir jetzt mal, was wir bisher über die Quest wissen. Kraut zu Gomez bringen, das habe ich doch gemacht. Ja, gut. Das Krautmonopol. Kor Kalom will, dass ich eine konkurrierende Krautproduktion einiger Leute im neuen Lager unterbinde. Ich habe keine Ahnung, von wo genau ich anfangen soll zu suchen. Aber ich sollte vor dem neuen Lager anfangen. Alles klar. Das heißt, zu Lefty, Alter. Dem habe ich noch richtig die Rechnung offen. Da brauche ich erst eine neue Rüstung, bevor ich dem entgegentreten kann. Ey, der Junge. Der ist echt nicht übel. Also, ne? So, da, genau, den Lurker muss ich noch platt machen. Da oben ist ein Söldner, den ich noch irgendwann das Geld abknöpfen muss. Der hat auch eine Menge, ey. Hier, Jarvis, du kommst so gut rum. Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch. Wenn sie genug Erz haben, jagen wir den Haufen in die Luft. Okay. Pass auf dann. Kann ja, ich ja. Da mal vorbei? Ja, 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 ja. So. Also, vor dem neuen Lager. Das wäre hier. So, das heißt, wir fragen jetzt erstmal die Bauern hier, ob die was wissen. Ja, die kriegen doch 100 pro was mit. Immer wieder dies. Bauer Rufus. Das wäre schon lange geklärt. Nee, ich verkaufe hier kein Wasser jetzt hier. Bin noch nicht total bescheuert. Bauer. Erst früher. Bauer. 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 Ich gucke nochmal hier oben. Hoch. Bauer. Bauer. Ich brauche einen Namen. Einen Namen. Hier, hurra. Ach, mit dem habe ich mir doch vergeigt, ne? Tut mir leid, der Spruch mit dem Bauern. Das hättest du dir eher überlegen sollen, Junge. Naja. Gut. So, egal. Hier hat irgendwer 100 pro irgendwas gesehen. Bauer. Bauer, Bauer, Bauer. Bauer, Bauer, Bauer. Bauer, ja. Hier, der Vergessliche. Hier war doch noch irgend... Oh, Pock. Alles klar bei dir? Schön. Ja. Schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen.
Moment mal, wir hatten uns schon unterhalten. Nein, das ist ausgeschlossen. Ja, der Alzheimer-Boy. Alzheimer-Boy, den können wir auch knicken. Oh, verdammt. Gut, dann fragen wir mal die Herren da am Tor. Ja? Echt schwierig. Vielleicht müssen wir irgendwie uns beim... Es ist eh wahrscheinlich der Reisbauer. Der hat irgendeinen Hinterhof noch, wo der übelst viel Kraut anbaut. So, Bandit. Torwache. Hier, fragen wir mal. Alles Glatzgewehr. War nicht besonders schlau. Junge, jetzt rauch auf. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Hi, ich bin neu hier. Und? Erstmal abwarten. Wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das führt alles zu nichts. So, jetzt sind wir vor dem neuen Lager. Da hinten ist eine Hütte. Da können wir mal hin. Oh, da sind Warane. Die kann ich einzeln schaffen. Ich kann mal wieder speichern hier, wo wir gerade dabei sind. Ach, verdammt. So. Moin, Jungs. Oh, gleich zwei. Zack. Oh, nächster. Zack. Oh, die geben gut EP. Komm ran. Putz. Oh. Zack. So, jetzt die Moderats da. Heute kein Erbarm. Heute nicht. Putz. 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 One hit. Easy, man. Easy. So. Bald müssen wir Level up sein. Und da liegt noch was rum. Schöne Pilze, lecker. So, hier war gerade eine Höhle. Also erst ins Haus oder erst in die Höhle? Erst in die Höhle kommen. Nee, erst ins... Ah, ich weiß nicht. Erst in die Höhle. Da liegt ein Trank. Der schwebt in der Luft. Ist ein magischer Trank. Oh, hier ist Water. Ich soll jetzt tauchen. Ist ja was Sinnvolles. Nicht wirklich. Gut. Eine Höhle mit einem Trank. Was war denn das für ein Trank? Ja, ein Heiltrank. GG. Well played. Gut, dann gehen wir jetzt in die Hütte da. Guck mal, hier ist doch... Es sieht doch hier schon so abgelegen aus. Guck mal, da ist auch noch eine Höhle. Hier ist auch noch eine Höhle. Ich glaube, ich habe sie entdeckt. Aber wir schauen uns nochmal vorher um. Ich will alles clearen. Hier, schöner Steg. Oh, das kenne ich hier noch aus Gothic 2. Es ist fast originalgetreu, glaube ich. Hä? Was? Oh Gott. Schwimm, mein Junge. Alter, du sollst... Da! Ich kann mich nicht... W, T und F. Was ist denn hier los, ey? Alter, der Steg des Grauens. W, T, F. Meine Fresse, ey. Komm rum jetzt hier. Ja. Zack. Stufe aufgestiegen. Ah. Ah. Die Maus ist irgendwie... Zack. Komm. Rum. Oh, schlieb. Putz. Mit der Keule richtig schön über den Kopf ziehen. So. Die sind halt echt leichte Beute, muss man sagen. So, ich glaube, da drin wird es gleich ganz schön knallen dahin in der Höhle, ey. Glaub mal. So, was hier drin? Immer schön grinden. Ich bin, glaube ich, im Verhältnis zum Spielverlauf, ja, also der Zeit des Spielverlaufs, bin ich, glaube ich, ein bisschen zurück, was mein Level angeht. Ja, Krug, schön. Pilz, wächst auf dem Holz. Obwohl, geht halt wirklich, ne, auf Bäumen. Aber so ein Brett, naja. Was haben wir da hinten? Da hinten sind Warane. Ich klatsche erstmal noch die Blutfliegen. Aber man muss echt alles abgrasen, weil die respawnen halt nicht. Sondern erst pro Kapitel.
Das heißt, wenn ich jetzt von Kapitel 2 in Kapitel 3 gehe, dann spawnen die da erst nach. Und deswegen ist es wichtig, dass man hier mal alles abgrast, weil quasi alles, was man auslässt, ist verschenkte EP. Gerade weil ich es ja jetzt relativ easy machen kann hier. Komm rum, bleib stehen. Ah! Ah! Oh Gott! Komm ran! Zack, ich kann ja jetzt auch Kombinationsangriffe machen. Richtig schön durchratzen, ne? So. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt da. D-Day ist jetzt. Alter, ich habe 66 Flügel, habe ich gerade gesehen. Also ich habe keine Flügel, sondern die Blutfliegen haben mir Flügel gelassen. Da gelassen. Legge. Legge. So. Jetzt wird richtig rasiert. Ich speichere mal. Pimmel, Penis, Pimmel, Fratz. So. Oh, ich höre hier noch was. Naja, gut. So, jetzt bin ich gespannt. Ich gehe da erstmal rein und rede mit denen. Ja, erstmal reden. Das ist immer wichtig. Ach, hier oben war das, ne? Ne, wo war denn das jetzt? Doch, hier. Hier, oder? Ja, vielleicht. Wo war die Höhle? Nee. Hä? Hier? Oh ja. Alter, sieht man kaum. So, Drogenverhandlung. Kooperieren Sie, uns wird Ihnen nichts geschehen. Na, haben wir uns verlaufen? Cor Kalom weiß von eurem kleinen Unternehmen. Was? Warum bist du hier? Um euch zu rasieren. Ich will wissen, was dir diese Information wert ist. Um der Sache hier ein Ende zu bereiten. Jungs, kommt doch mal kurz her. Jetzt wird rasiert, Junge. Oh. Oh Gott, ich bin nicht stark genug! Oh mein Gott! Ich bin nicht stark genug! Ja, verschwinde. Ja, mach ich auch. Oh! Verdammt! Haken schlagen. Wichtig. Okay, dann machen wir das ja später. Alter Mann, das meine ich. Ich bin so hinterher teilweise. Dann gehen wir jetzt erstmal... Was machen wir denn dann jetzt? So, sind die noch hinter mir her? Nee, gut. Was machen wir jetzt? Fokus für die Guvus. Okay. Kraut für Gomez. Genau, da muss ich in die Bruderschaft. Ja, das ist ja... Aarons Truhe. Lefty muss ich versohlen. Lurker am Damm. Shalom. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen durch die Pampa. Ne? Achso, erstmal hier wieder einen Frust anfressen. Schinken. Richtig schön deutsches Wort. Schinken. Reis. Aber nicht zu viel, sonst wirst du Schlitzi. So, hier. Sklavenbrot. Legge. Schon sind wir wieder full life. Alter, was der sich gerade reingezimmert hat in der kurzen Zeit. Das wird eine schöne Scheißerei. So. Ja, wir gehen jetzt einfach mal querbeet. Ja, querbeet. So. Guck mal, dahin sehe ich schon ein paar Blutfliegen. Die müssen alle geklatscht werden. Ja, ich überlege, wie wir... Dann glaube ich, begeben wir uns langsam wieder Richtung... Bruderschaft, weil ich meine... Hä? Sind die weg? Hey, waren doch gerade noch Fliegen. Ach, da. Hey, die hauen ab. Bleibt stehen. Alter, die greifen den Varan an. Nee. Komm ran. Komm ran. Ach, ein Lurker ist das. Der hat mich gesehen. Ah. Zack, zack. Ich weiß nicht, ob das... Komm, probieren. Geht über Studieren. Alter, ich schaff den. Ich schaff den. Oh. Zack, easy. Rippung. Am Strand. Öffentliche Rippung am Strand. Oh. Zack. Runtergeholt. Nice.
Hey, schaffe ich dann den Dammlurker? Ich glaube, der Dammlurker ist aber nur eine Spur stärker, oder? Der hat nichts dabei, sowas. Ich könnte jetzt Stärke trainieren gehen, dann wäre... Ich habe ja wieder... Ich bin da Level up. Ich habe 15 Lernpunkte. Dafür könnte ich mir 15 Stärke holen. Und dann würde ich viel mehr Schaden machen. Das Problem ist halt auch, dass ich so wenig aushalte, ey. Komm jetzt hier mal ran. Zack. Easy. Ey, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen Beet. Querbeet. Mal gucken, was so kommt. Ich speichere mal lieber. Heute stürzt nicht ab, das ist schön. Oh. Eine Menge Warane. Das ist schon mal gut. Relativ easy. Oh! Oh! Alter, willst du mich flachsen? Das könnte... Okay, easy. Alter, wie viel Damage der mir gemacht hat? Oder habe ich mich vergessen zu heilen? Saufen. So. Guck mal, das war schon mal schön. Jetzt erschließen wir neue Gebiete. Und mit neuen Gebieten kommen neue Möglichkeiten, Leute. Und dabei kriegen wir noch ordentlich EP. Zack. Oh, da sind Scavengers. Die nehmen wir auch gleich mit. Kommt ran, Jungs. Zack. Und weg. Nice. So, das läuft doch. Bisschen grinden. Schön grinden. Das ist wichtig. So, jetzt gehen wir hier lang. Hier ist ein Weg auf jeden Fall. Ich kenne mich halt echt gar nicht aus, ne? Juhu! Alter. Alter, das sind Schattenläufer. Den schaffe ich nicht. Und das sind Snapper. Ja, ich drehe mal um. Oder waren das Snapper, Alter? Die sahen so komisch aus. Ich glaube, das waren diese Drachen-Snapper, oder? Beißer. Was sind denn Beißer? Die kenne ich gar nicht. Komm, probieren wir. Ich glaube, jetzt werde ich übelst abgerippt. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Laufen. Beißer. Ihr braucht Maulkolbe. Da, di, di, da, du. Boah. Das Knurren. OP. Ja, ne? Da komme ich nicht weiter. Alter Schwede. Gut. Dann gehen wir hier lang. Sieht auch, ey. Was ist das hier für ein toter Wald oder was? Oh, da sind Wölfe. Sind noch hinter mir her? Nee. Gut, dann heilen. Da. Und hier. Die musste ich mal alle braten, ey, weil die geben dann wesentlich mehr Leben. Und dann dauert das nicht so lange. So, das reicht. Jetzt auf die Wölfe, fertig, los. Oh, guck mal, da hinten ist das alte Lager. Oh, Alter. 5 Wölfe? Haben die Rudelinstinkt auf Doom? Ja. Haben sie. Oh Gott. Läuft, läuft, läuft. Oh, Alter! Wo willst du denn hin? Zack. Klatsche. Alter, das waren jetzt locker an die 500 EP. Nice. Okay, die haben alle nichts dabei. Kein Fell, kein nichts. Das habe ich ja noch nicht gelernt. Gut, dann gehen wir hier einfach mal weiter. Guck mal, was ist hier? Alter, hier ist eine ordentliche Kluft. Und es ist ein Varan und eine Kiste. Da könnte man auch nochmal hin. Zack. Zack. Sklavenbrot ist eigentlich richtig geil. Das bringt 15 Leben. 15! Leute. So, hier... Wo komme ich jetzt hier hin? Am Anfang vom Let's Play habe ich doch mal hier in der Nähe irgendwo eine Kiste gesehen, oder? Okay, wir gehen jetzt einfach mal wieder Richtung Bruderschaft, denke ich. Das macht jetzt am meisten Sinn momentan. Guck mal, hier komme ich nicht runter, weil dann sterbe ich, weil ich keine Akrobatik... Alter, was ist denn hier? Alter. Ich war tot. Verdammt! Neuladen. Ja, verdammt.
So, wo, ich habe doch gerade gespeichert, oder? Ja, okay, gut. Ja, dann mache ich hier einen Cut und gehe dann schon mal ein bisschen weiter, dass wir da sind, wo wir eben waren. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.